Wir gehen davon aus, dass wir auch sehr früh eben nicht A nach B Flüge haben werden, sondern zum Beispiel auch A nach A Flüge. Das heißt, um irgendeine Sehenswürdigkeit, Rundflüge, wie zum Beispiel im Bereich des Eiffelturms. Der Volocopter wird ein Verkehrsmittel sein, der für jedermann nutzbar sein wird. Das heißt, er wird in einer großen Anzahl wie schon öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden und dazu braucht es eine kommerzielle Zulassung. Das heißt, diese Fluggeräte werden so sicher sein wie kommerzielle Airliners, schon allein von der Zulassung her. Das heißt, die Behörden werden da genau drauf schauen, dass diese Geräte extrem sicher sind, was es natürlich von der Technik her leicht macht, es sicher zu machen. Sind die verteilten Antriebe. Wir haben 18 Rotoren und 9 Batterien, die jeweils 2 Rotoren antreiben. Das heißt, bei uns können sehr viele Komponenten ausfallen. Der Volocopter fliegt sehr sicher weiter. Also das ist das Thema der Mobilität eh. Autonome Systeme, autonome Geräte. Die Technologie vom Volocopter ist eigentlich von Grund auf schon autonom oder auch automatisiert. Das heißt, 18 Rotoren werden in sehr kurzer Zeit mit Mikroprozessoren gesteuert. In der Geschwindigkeit, das könnte kein Mensch manuell mehr tun. Das heißt, die ganzen Systeme sind wirklich mit sehr vielen Sensoren versehen. Das heißt, autonomes Fliegen ist für einen Volocopter eigentlich schon fast ein natürliches Eigenschaft. Aber bei autonomem Fliegen gehört natürlich nicht nur das Fluggerät selbst dazu, sondern auch, wo es sich bewegt. Und da ja in den Innenstädten, wo wir mit dem Volocopter fliegen werden, auch noch ganz andere Teilnehmer teilnehmen werden, wie Paketdrohnen, wie Rettungshubschrauber, wird es da auch ein autonomes Koordinationssystem geben in der digitalen Welt. Also der Volocopter wird in der ersten Phase, wenn es als kommerzielles Luftfahrtgerät zugelassen ist, ein Zweisitzer werden, aber eben auch mit dem normalen Gepäck, was man bei einem Fluggerät dabei haben muss. Also normaler Koffer, Handgepäck ist für den ersten zugelassen, als Lufttaxi zugelassen Volocopter vorgesehen. Also die Leute fragen immer, wann kommen denn die Flugtaxis auch nach Deutschland? Da muss ich immer nur lächeln, weil die fliegen jeden Tag in Deutschland. Kann man bei uns ans Werk kommen. Wir fliegen fast täglich mit verschiedenen Geräten. Wir wollen uns global aufstellen, dass wir in Dubai ja aktiv sind, das weiß man ja schon seit über einem Jahr. Singapur ist jetzt als Announcement dazugekommen, aber unser Ziel ist es wirklich in 10 Jahren in 25 Megacities dieser Welt Flugtaxistrecken etabliert zu haben. Also in Singapur werden wir nächstes Jahr schon unsere erste Außenstelle in Asien eröffnen. Das heißt, wir werden dort auch Ingenieure einstellen. Wir werden dort die ersten Tests im nächsten Jahr schon machen. Und wir werden auch als Ziel, wollen wir auch nächstes Jahr schon die ersten kommerziellen Lufttaxistrecken in Singapur identifiziert haben und eventuell auch schon die ersten Flugtests auf solch einer möglichen Strecke in der Innenstadt. Wir haben eigentlich 3 Zielgruppen identifiziert. Die erste ist der Business Traveler, also das ist der zum Beispiel der Reisende vom Flughafen in die Innenstadt. Über 80% der Megacities der Welt haben ihre Flughäfen innerhalb von 20 bis 25 Kilometer außerhalb der Innenstadt. Das heißt, diese Strecken könnten wir jetzt schon befliegen mit unseren Akkus. Die zweite Gruppe sind die Pendler, die also täglich natürlich in der Stadt unterwegs sind. Und die dritte Gruppe sind touristische Flüge. Also wir gehen davon aus, dass wir auch sehr früh eben nicht A nach B Flüge haben werden, sondern zum Beispiel auch A nach A Flüge. Das heißt, um irgendeine Sehenswürdigkeit, Rundflüge, wie zum Beispiel im Bereich des Eiffelturms. Mit Sicherheit diese ganzen Optimierungssysteme, automatisierte Systeme und auch das autonome Fahren wird das natürlich sehr beeinflussen und natürlich auch die Lufttaxis. Das Autonome hat natürlich auch den Vorteil, dass die Geräte viel leichter gebaut werden können, weil man eigentlich kalkulieren kann, dass es so gut wie keine Unfälle mehr gibt. Das heißt, auch die Fahrzeuge, die wiegen ja jetzt irrsinnig viel. Das heißt, in 20 Jahren, denke ich, werden die Autos noch ein Viertel von dem wiegen, was sie jetzt wiegen, weil einfach keine ganzen Crash-Elemente und alles mehr gebaut werden müssen.